So, willkommen zurück bei Dead Space, bei Maximum Gaming. Beziehungsweise zurück zur Hölle. Oder zum Höllenraumschiff? Man weiß es nicht. Die Hölle im Weltall. So. Wir waren dabei, also wir haben eine Platine gefunden. Die müssten wir jetzt einsetzen bei dieser Docking Station, sag ich mal. Und die zuvor repariert haben. Diesen Zug oder was es da war. Ganz schnell schauen, okay, dadurch. Gott, und hier wieder so Schiss, dieses Spiel zu spielen. Und wieder irgendwelche Schritte durch die Lüftungsschächte. Der Raum sieht viel zu groß aus. Ah, da sind meine Freunde wieder. Das heißt Freunde, Teamkameraden, kann man das so nennen. Kollegen. Wir müssen weg von denen. Die stehen ja nur... Ach, hier rein? Ah, okay. Hier rein müssen wir. Denn die helfen uns ja nicht wirklich viel. Computer der Monorail-Steuerung online. Oh mein Gott, war das laut. Halbert einen Schock bekommen, ey. So, die Steuerung ist online. Ich mach mal kurz nochmal leiser. Mal so ein bisschen knifflig, das richtig einzustellen. Ich glaube, jetzt habe ich wieder nicht annehmen gedrückt, ich Vollpfosten. Ja, ich habe zwei Kisten. Hammer gleich. So. So, so, so. Jetzt glaube ich hier, oder? Monroe zu den Hauptdecks. Zugrufen, ja. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fährt an der Flightdeck-Station ein. Quarantäne aufgehoben. Okay, und jetzt? Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallen und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch wahnsinn hemmend. Selbstmord. Wir werden Ihr hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Ich habe wenigstens eine Chance. Die sind zu zweit und ich bin hier ganz alleine. Was natürlich nicht so optimal ist. Schauen wir auf die Karte, wo wir jetzt hin müssen. Ups. Da meckert die davon überleben. Soll die doch mal hier alleine das verfickte Raumschiff reparieren? Da unten sind. Ich dachte, die sind da oben. Ach du Kacke. Ah, shit, die hat meine Stoppuhr gar nicht gestellt. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Ganz schnell. Der ist ja schon gestellt. Denk mal, wir sind jetzt so gute 2 Minuten dabei. Das passt dann schon. Dort durch. Ist jetzt doch keine Feindaktivität. Was mir sehr große Angst macht. Hier waren wir schon überall. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Waren jetzt davor auch schon die roten Spuren? Die Blutspuren? Die immer größer werden? Oh, ich will nicht. Warum braucht die Tür so lange zum Öffnen? Ach du Scheiße. Oh, ich will nicht. Da müssen wir jetzt echt durch. Ja. Hä, da waren wir doch... Waren wir da vorhin schon drin? Das ist doch noch nicht so rumgesponnen, oder? Oh, und jetzt Aufzug fahren. Genau. Da passiert bestimmt nichts bei den Rumgeflackere. Ich hol schon mal eine Waffe raus. Nachladen, nachladen. Ach ja. Der Isaac.
Ah, da ist schon jemand rumgelaufen. Wollt uns mal guten Tag sagen. Guten Tag in der Hölle. Die Stimmen haben auch aufgehört, diese komischen im Hintergrund jammernden Stimmen, die uns den Tod wünschen. Schritte wieder. Oh. Also echt jede Ecke ist unverschlossen zum Glück. Ja, ist gut. Oh, Scheiße! Oh, so eine Missgeburt. Ich höre noch eins, ich höre noch eins. Boah, nee, ey. Da haben sie mich gut in die Falle gelockt, die Wichser. Alter, nee. Das Spiel macht mich kaputt. Geistig und seelisch. Oder ist das dasselbe? Ich weiß es nicht. Körperlich noch nicht ganz. Ach Gott, nee. Ach, hier ist schön beleuchtet. Ach, gut. Etwas Freundliches. Ach, da waren wir am Anfang drinnen. Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das schön ist ein für euch. Hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Wünschen Sie uns Glück. Sehr lustig. Was wünschst du mir, den Tod oder was? Sonst in der Blick auf die Stoppuhr. Dadurch glaube ich. Ne, doch nicht dahinter. Plasma-Energie haben wir schon wieder voll. Da liegt was drinnen. Credits. Da haben wir auch schon wieder voll. Und Mitte. So, dann nicht mal ein kleines hoffentlich. Dann nehme ich das Mittel auf. Öffnen hier. Da ist irgendwas. Ich muss dahinter. Aber zum Glück gehen hier die Türen mal wieder zu. Plasma-Energie ist voll. Ach, ich muss jetzt halt zu diesem kaputten Wrack oder was? Zu unserem. Geh mal ganz schnell da nach Hause, ja. Ganz schnell nach Hause. Aber wo kam denn der denn her? Von der Decke oder was? Spider-Man. Na komm, Medikit braucht man nicht. Ja, dass die so viel Loot droppen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wird bestimmt später schwerer. Vielleicht so ein Anfängerbonus. Leichter. Ich verstehe jetzt nicht, warum wir wieder aufs Schiff gehen. Wenn ich ehrlich bin. Laden. Feindliche Lebensform entdeckt. Ganz lustig. Hüllenschaden entdecklich. Sofort fordern. Wow. Also. Sechs Kopf. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Ich lebe immer noch! Ach du Scheiße. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner?
Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Tot. Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MATLAB. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Halt! Scheint, dass Sie Probleme haben. Scheint aber, dass Sie auch ein großes Problem haben. Weil unser Schiff weg ist. Den wir angedockt sind, das sieht man ja noch ganz schön. Ja, mal schauen, wie wir jetzt nach Hause kommen. Ich weiß es nicht. Wie viel hat dieses Monster am Ende ausgehalten? Das war ja der Wahnsinn, ey. Ja, komm, mach auf. Oh, ich wollte schon sagen, habe mich doch nicht verarscht. Ich finde das doch beeindruckend. Ich dachte schon, jetzt passiert irgendwas. Ich fand es doch, oder ich finde es beeindruckend, dass die Monster wissen, was unser Hautticket ist und es auch so zerstören, dass wir nicht mehr wegkommen von dieser Basis. Also müssen sie doch eine Art von Gehirn haben. Also nehme ich mal an. Ja, Medikit ist voll. War ich da schon? Schau ich gerade hin? Ne, da war ich glaube ich noch nicht. Muss dann wieder nach unten. Ganz schön kompliziert hier dieses Raumschiff. Ah, die Toiletten mal wieder. Da hat man wieder Stimmen in den Toiletten. Hier ist nichts. Das Save You. Keine Ahnung. Where is everybody? Also wo sind alle? Here is weird noise. Also hier sind komische Geräusche. Shut the fuck up. Also halt die Fresse. Inventar ist voll. Ah, oh, Inventar ist voll. Ist gut. Ups. Ups. Entfernen. So. Ja, die Stimmen. Vielleicht, das ist nur von einer Vermutung, ist das irgendein Virus, dieser Infekt kommt von irgendeiner Alienrasse oder sonstigen außerirdischen Zeug. Und dieser Hauptkern, oder wie man es nennen will, war mal los, ist noch auf diesem Schiff und befehligt die durch diese Stimme. Hat wahrscheinlich auch die Crew in den Wahnsinn getrieben. Ja. Vielleicht hören die ja auch diese Stimme und die haben. Hat die Stimme gesagt, hey, guck mal, da sind irgendwelche Idioten gelandet. Wenn ihr in Gefahr von ist, könnt ihr Objekte im Safe ablegen, den sie bei jedem Schutz im Schiff aufrufen können. Ja, da hat die Stimme, denke ich mal, gesagt, hey, da sind irgendwelche Pisser gelandet, schaltet die mal aus. Und dann folgen sie auch dieser Stimme. Also die Anweisungen von dieser Stimme. Ja, betreten wir mal den Shop. Plasmakutter, Strahlenkanone. Slicer mit breiten Strahl- und zeitgesteuerten Minen. Impulsgewehr, militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. Anzug Level Stufe 2, erweiterte Inventarslots und Panzerung. Plasmaenergie.
und Energieknoten. Also auf den ersten Blick finde ich jetzt nur die Rüstung geil, das Gewehr vielleicht und die Energieknoten. Ich glaube, die Strahlenkanone zielt dann so waagrecht, und dass man auch irgendwie besser die Dinger abtrennen kann. Na, ich hole mir mal den Anzug Level 2. So, mal gucken, was passiert. Okay, der stellt sich da rein. Zack. Ja, ein bisschen mehr Panzerungen. Sieht auf jeden Fall cooler aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt haben wir noch 5300, da geht natürlich mal. Geht natürlich nicht mehr allzu viel. Inventar, was können wir denn da irgendwie. Also ich sehe jetzt nichts, was man da jetzt verkaufen sollte oder müsste. Zumindest zum Verkauf ich auf keinen Fall. Medikits helfen mir bestimmt später auch noch. Ah, da gibt's den Shop, dann gibt's. Ich mach nochmal betreten. Ah, ich werde vielleicht nochmal den Safe anschauen. Weil den braucht man, glaube ich, erstmal nicht. Ich denke mal, es ist dann für Waffen da, dass man die Waffen auswechseln kann. Dass nicht allzu viel Platz verbrauchen. Knoten. Da habe ich jetzt keinen gesehen bis jetzt. Mein Speicherpunkt ist hier. Ist ja ein Speicherpunkt. Nee, ist in dem Raum nicht. Obwohl es so eine Art kleine Basis ist, sag ich mal. Gut, dann fahren wir mal mit der Metro, mit diesem Raumschiff. Der Raumschiff-U-Bahn oder mir noch. U-Bahn ist falscher Ausdruck. Einfach nur ein Zug. Raumschiff-Zug. So. Leider nicht untergrundmäßig. Kapitel 1, Neuzugänge, abgeschlossen. Ah, okay, ist ein Kapitel aufgeteilt. Fortschritt speichern, ja. Speichere ich jetzt auch mal wieder extra ab, nämlich hier. Ja. Jetzt bin ich im nächsten Abschnitt. Die Frage ist, kann man da zurück zu anderen oder braucht oder ist jemand? Oh, das sieht mir gar nicht gut aus. Das sieht mir gar nicht gut aus. Hallo? Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Okay. Setzen Sie die Diesel ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Hier ist wieder ein Shop. Ach man, warum sieht das so gar nicht freundlich aus? Ich will nur kurz schauen, ob der jetzt andere Sachen im Angebot hat. Zuglitz. Nee, nicht wirklich. Tschubum, tschubum. Kurzer Blick auf die Uhr.
Ja, ich denke mal bis zum nächsten Speicherpunkt. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine Zoom. Ich hasse Krankenhäusern Horrorspielen. Geben Sie Schemata auf, um dem Shop-Objekte hinzuzufügen. Geben Sie Schemata auf, okay. So eine Art Blaupause. Oh, Flammenwerfer. Oh, die Tür. Isaac, sind Sie noch da? Alter, schrecklich. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Was? Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ach du Kacke. Shop. Dann werde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Schauen wir das Ganze hier noch alles an. Also hier müssen wir die Trümmer wegsprengen. Kann man hier noch rein? Ja. Wir sind noch Credits. Geil. Das ist wieder so eine kleine Base, würde ich mal fast sagen. So, schauen wir, was hier drinnen ist. Plasma-Energie, nicht schlecht. Lebenserhaltungssystem. Credits. Die ganzen Fliegen hier, lass mich in Ruhe. Gut, dann speichern wir mal das, zögern es nicht hinaus. Das war jetzt Kapitel 2. Genau, dann spreche ich da ab. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part bei Dead Space von Kevin bei Maximum Gaming. Bis zum nächsten Part. Ciao.